Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, ich würde gerne in diesem Video damit beginnen, dass ich ein paar Kleinigkeiten ändere, die euch aufgefallen sind. Zum einen haben wir hier einen Esstisch zu wenig. Das geht natürlich gar nicht. Das müssen wir hier mal ändern, neben ein paar anderen Sachen. So, und zwar Kantinentisch dort dazu und die Türen bauen wir hier neu. So, da brauchen wir natürlich aber auch neuen Platz für den Flaschenentleerer hier. Den machen wir mal einfach hier. Wenn wir das dann weiter mit Wasser gefüllt haben, können wir es immer noch hier oben neuen bauen oder das kriegen wir dann schon. Ja, was war noch? Die Hatches, wie gesagt, die werde ich alle umziehen und auch auffüllen, wenn wir hier diesen Bereich weitergebaut haben. Ja. Wir sind gar nicht mehr. Okay, das was wir hier jetzt noch liegen haben, können wir abbrechen, weil ja, Fingerhutschilfsamen, den können wir, obwohl ne, auch den. Ja, komm, ist egal. Wenn wir können, ja, Samen machen wir hier alle rein, außer Keuchwurz. Können wir die nämlich doch noch hier mit aufräumen. Ja. So, ja, wie sieht's hier aus? Da sind zwei Sachen, also was wir hier natürlich auf jeden Fall noch brauchen. Das brauchen wir auch schnell, würde ich mal sagen. Das ist eine Pumpe, damit wir das Ding hier leer pumpen können. Das machen wir mal so. Hier werden wir wahrscheinlich noch eben eine Leiter bauen müssen. Da müssten wir da eigentlich überall rankommen. Hier verlängern wir mal die Leiter. Ja. So, hier habe ich natürlich noch einen Fehler gemacht, dass wir das und das zerlegen können. Natürlich hier unten auch Strom, sonst wird das Ganze nichts. Den holen wir uns dann dahin. Ja. Ach, das dann wieder zerlegen. Diese Pumpe können wir später dann natürlich auch benutzen, um das Erdgas hier abzupumpen, das ist klar. Ja. So. Dann müssen wir eben mir den Strom angucken. Ach so. Guten Morgen.
Ja doch. Einmal hier durch. So. Dann fängt das Ganze auch gleich mal an zu funktionieren. Und hier das auch noch wegnehmen. So. Hier eigentlich auch. Da will ich noch mal die Leiter zerlegen. Gut, was hatten wir noch angefangen? Hier die, oh, jetzt haben wir auch schon einen Dreko hier unten. Die Slickster würde ich gerne. Machen wir das denn? Wahrscheinlich ist das einfachste, wenn wir hier einfach Türen bauen in den entsprechenden Abständen. Blaue dort. So. Dann müssen wir hier natürlich hingehen und Leitern bauen. Hier auch. So, ja, das muss natürlich alles nicht mit 7 hier bauen, das ist Quatsch. So. Und hier machen wir es auch so. Das natürlich auch wiederum Quatsch ist hier an dieser Stelle. Dann nehmen wir besser was Luft. Dann nehmen wir auch Flüssigkeit. So. Hier ist es egal, weil hier oben haben wir eh zum Großteil verschmutzten Sauerstoff. Der soll da ruhig bleiben. Die Leitern kommen wieder weg. Und dann kommen wir hier nämlich in die 1. Ups. Geht hier jetzt schon wieder ein Slickster? Ja. Dann müssen wir mal eben schnell hier unten eine Rationsbox bauen. Die baue ich mal hier rein. Dann werden wir nämlich die Slickster-Eier da unten einlagern, damit die nicht hier irgendwo. Ach, so wie der hier, da ist schon einer geschlüpft. Kochzutat, Slickster Larvenei, ja. Hier oben meine mal ein paar Vitaminpillen, nicht vergessen. Hier haben wir auch jede Menge Hatches, da müsste ich eigentlich mal. Ein Teil ja. Ein bisschen Fleisch erzeugen, nennen wir es mal so. CO2-Leitung. Hier.
Ich würde eigentlich gerne nämlich einen Teil des CO2 hier mit. Ja, das bauen wir auch einfach. Da nicht immer so groß über manche Sachen nachdenken. Und hier. Ups. An dieser Stelle bauen wir mal eine Gasbrücke ein. Damit eben nicht das Gas von hier unten auch in die Richtung nach oben geht. Ups. Da war es wieder, das Verrutschen. Oh, warum habe ich denn das alles auf? Achso, weil ich die Pflanzenkiste auch auf 9 hatte. Na egal, dann ist das wenigstens schnell fertig. Und dann füllen wir nämlich diesen Bereich hier mit CO2 und dann ist die Rationsbox auch gleich wieder komplett im CO2. Das ist eigentlich die Idee dahinter gewesen. So, dann gucken wir nochmal eben. Pinscher Pfeffer. Nüsse haben wir 0. Das heißt, wir können kein Barbecue machen. Hier liegen auch keine. Achso, hier können wir jetzt erstmal einstellen, dass wir hier Rekurs Drecknet, Lanz Drecknet. Sind alle, ne? Ja. Auf Priorität 9. Dann können wir hier mal anfangen, alle einzufangen. Da ist nur einer. Ja. Außerhalb von Stall, das heißt, der Raum ist wahrscheinlich groß. Ich mal hier eine Leiter. Wie groß ist denn der Raum überhaupt? Ein Raum? Warum ist das kein Raum? Der ist doch eigentlich abgeschlossen. Gut, was wir auf jeden Fall machen können, ist es hier abschließen. Und vielleicht noch hier. Hier könnte man noch verkleinern. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch noch ein paar Leitern mehr bauen, damit wir da hochkommen. So. Ja. Macht wahrscheinlich noch Sinn. Da auch. Niemanden eingebaut. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Raumgröße 104 Felder. Okay. Dann müssten wir das doch recht einfach jetzt hinkriegen, indem wir nochmal hier folgen um 8 Felder verkleinern. Da müssen wir ja genau bei 96 sein, oder? Würde ich mal so denken. Nicht, dass wir da gleich nicht mehr vernünftig rankommen, wohl eigentlich müssten die hier ja runtergehen können. Ja, trotzdem. Ja. So, und jetzt perfekt, haben wir einen Raum mit 96 Feldern Größe.
um einen Stall und können somit dann auch die Scherstation benutzen, wenn denn hier mal alle eingefangen werden. Strom. Mal jetzt hier. Scheinen aber trotzdem nicht. Achso, weil das Wasser schon aufgebraucht ist. Okay. Vielleicht stellen wir die mal noch ab. Bis wir nämlich das ganze Ding hier leer gepumpt haben. Ja. Wobei wir natürlich auch sinnvollerweise ja auch die restlichen jetzt einbauen sollten, bevor wir die Türen abschließen. Wo haben wir? Was wir sicherlich noch nicht haben, genau. Sind die Wasserleitungen. Sinn hier das ganze Gedöns mal aufzuräumen. Achso, die Automation muss ich natürlich auch noch bauen. Jeden Fall mal für alle Türen hier. Hier muss ich jetzt aufpassen. Weil hier kommen ja noch die automatischen Räume, genau wie hier. Wobei das ja totaler Quatsch ist. Fällt mir gerade mal so ein, ich brauche hier gar keine. Habe ich auch überhaupt nicht überlegt. Brauche ich hier keine automatischen Räume bauen, wenn die Sachen eh nach unten durchfallen sollen. Jetzt habe ich das einfach alles mit 7 bauen lassen. Na egal. Eben noch mit rein, dann könnte ich die jetzt auch hier gerade bauen, aber jetzt ist egal. Jetzt haben wir den Auftrag schon eingestellt. Machen wir das noch so, dass wir die alle verbinden. Und dann bauen wir hier unten den Zeitsensor. Weil ich da vielleicht einen Puffer ein. Ne, brauche ich ja gar nicht. Einen Zeitsensor kann ich ja die Zeit einstellen. Ja, okay. Deaktivieren, deaktivieren. Machen wir einfach immer alles auf 7, so. Dann werden die nämlich auch schneller deaktiviert. Die sind jetzt immer noch aktiv geschaltet. Hier schon ein bisschen Erdgas, nur ein bisschen ist gut. Schon eine ganze Ecke Erdgas rausgepumpt. Gut, während da das letzte gebaut wird, können wir mal wieder in die Berufe reinschauen. Das mit dem Schutzanzug-Ingenieur, das zieht sich echt hin, bis sie das fertig haben, muss ich mal sagen. Mal hier die Forschung. Ist noch nicht fertig, aber setzen wir mal hoch, um mal zu gucken, wann wir da in den Tippkampf umkehrst dienen, um das vielleicht ein bisschen zu steuern. Ja, gucken, wann der deaktiviert wird, ob das hier überhaupt reicht, was wir an Erdgasproduktion bauen oder. So, hier müssen wir jetzt. Währungsdauer ist nur kurz. 3% müsste da ja eigentlich reichen. So, den noch deaktivieren, den noch deaktivieren. Dann haben wir alle.
Recherchestation stellen wir auf jeden Fall schon mal hoch. Aber ich müsste hier eigentlich auch noch die Pflegestation dann aufbauen. Oder? Ne, ist vielleicht gar nicht die beste Idee, weil dann werden die gezähmt und brauchen die, glaube ich, mehr Nahrung. Ne, das lassen wir mal lieber. Das Einfangen stelle ich mal auf 9. So. Simsa, walte deines Amtes, oder Kerstin, eine von euch beiden. Da kommt schon jemand. Kerstin macht's. So. Und hier rein. Wobei ich nicht weiß, ob man die überhaupt scheren kann, wenn die wild sind. Also werden wir sicherlich rauskriegen. Ja, jetzt müsste es losgehen. Dann können wir uns das Ganze mal angucken. Die Maschine sieht aber... oh Gott. Ja. Puh, ja, das war schweißtreibende Angelegenheit. Oh Gott, das arme Dreckliff, wie das aussieht. Aber wir haben unser erstes Plastik. Juhu. Wird hoffentlich nicht das letzte sein. Oh, Slickster Eye. Extra Larven ein. Priorität 9, das Ding muss hier wieder runter. Damit es direkt an der richtigen Stelle ist. So, und hier oben. Den stellen wir auch mal hoch. Dass unsere eingefangenen Steinhatches da mal hingebracht werden. So, Sauerstoff sieht nach wie vor gut aus, wobei die Algen wieder langsam aber sicher ausgehen. Temperatur, ja, könnte stellenweise besser sein. Jetzt ist es ja fast schon arktisch, aber hier oben im Badezimmerbereich. Das ist auch Sandstein, das ist auch. Die isolierte Ziegel müssen das ja mittlerweile sein. Ja. Kann zwar durch die Türen immer noch Hitze raus, aber ja. Warum hier habe ich Salit nicht? Achso, ich habe hier ein Rohr zerlegt, ja klar. Ding. So, haben wir hier das, ja, das Slickster Eye hier raus. Eigentlich, ja. Brauchen wir auch hier eine, so, hier eine Nahrungskiste. Bauen wir einfach hier. Ja, das verschmutzte Wasser wird sehr schnell weniger. Da müssen wir hier mal eben die Leitung zerlegen, damit wir nur das Wasser, was wir hier zum Sauerstoff erzeugen, hier raus erstellen. Weil sonst kriegen wir nämlich auch mit dem Wasserkühler hier ein Problem. Haben wir jetzt schon eigentlich. So, wo kriegen wir verschmutztes Wasser her? Hier ist noch ein bisschen. Und dann wollen wir mal angraben.
Außerdem kann man hier eine Leiter hochbauen. So, und dann, na, hier oben ist, wird nichts mehr sein. Okay. Hatten wir nicht, ja, hier unten hatten wir noch was. Dann müssen wir mal eben überlegen, da können wir vielleicht von hier aus ran. Ja. Dann machen wir mal so, gehen wir hier beigraben. Das hier stellen wir mal vorübergehend aus. Wenn wir jetzt überall wieder ins Schleim buddeln. Dann müssen wir hier gucken, zack, zack. Das heißt, wir können auf dieser Höhe buddeln, kommen hier fast unten an, perfekt. Das Wasser kriegen wir, das Wasser kriegen wir. Und hier können wir das so machen, dann kann das ganze Wasser sich hier sammeln und wir können hier noch eine Pumpe bauen. So. Müssten wir doch überall rankommen. Ne? Ja. Wo holen wir uns von hier? 160 Watt, ja, das Ding läuft ja nicht die ganze Zeit. Probieren wir das mal. Okay. Wie heiß wird das Teil? Oh, 126 Grad ist natürlich schon. Ja, man sieht es ja auch an dem Dampf. Okay, das kann dann gebaut werden. Genau wie das. So haben wir jetzt unseren Larven-Ei, Stickster Larven-Ei hier, ja, sehr schön. So, da wir hier genug Kohlendioxid haben, können wir hier jetzt natürlich auch, und da sollten wir auch eine Pflegestation bauen. Von der Raumgröße her passt es. Genau. Genau, damit wir die Slickster Erstellung will ich das jetzt nicht mal nennen, aber die Vermehrung, das ist ein schönes Wort. Die Slickster Vermehrung ankurbeln können. Natürlich auch machen können. Wir können hier das Wasser aufwischen, was wir haben. Hier hoch. Das Wasser hier können wir aufwischen. Schleim wird natürlich jetzt einiges dazu kommen. Ich hoffe, das scheint zu reichen. Das können wir hier schon mal bauen oder planen zumindest. So.
Hier kommt dann die nächste. Mauer, ja. Mal alles freigraben. So sollte das eigentlich passen. Wir müssten von dieser Seite aus hier alles bauen können. Mit der anderen können wir hier alles bauen. Achso, vielleicht sollte ich die Leiter auch bis zum Boden bauen. Okay, so, was macht unser Raum hier? Der ist eigentlich funktionsbereit. Müssen hier nur noch die weiteren Sachen abpumpen. Wobei noch weiter abpumpen ist eigentlich auch Quatsch. Weil wenn wir hier durch die Türen gleich durchgehen, um entweder aufzuräumen oder die Geräte einzuschalten, kommen da sowieso auch wieder andere Gase mit rein. Das ist dann halt so. Vielleicht macht es Sinn, später hier nochmal eine richtige Luftschleuse zu bauen und dann hier eine Leiter hoch, um die Türen hier abzuschließen. Schauen wir mal. Ist sicherlich eine gute Idee. So, wie sieht es hier CO2-technisch aus? Ja, schön, das füllt sich so langsam. Dann können wir dann jetzt als nächsten Schritt, aber wir haben immer noch nicht hier das ganze verschmutzte Wasser abgepumpt. Ja, können wir hier in einem der nächsten Schritte dann die Pflanzen zum Weiterbauen. Werden nicht mehr bewässert, wahrscheinlich haben wir zu viel anderes zu tun. Und ich habe jetzt relativ viel mit Priorität 7 gebaut und gegraben. Oder mit 200.000 Kalorien, da brennt ja erstmal nichts an. Ja, gut. Ja, im nächsten Video werden dann die normalen Hatches sein. Da werden wir auch, hier sind jetzt glaube ich nur noch 2 oder 3, das auffüllen. Hier und dann den 8er Raum machen. Die Salva Hatches bekommen hier einen Raum mit 8 Stück. Und so werden wir das Ganze dann hier weiter fortsetzen mit, ja, keine Ahnung, wie wir es noch machen. Vielleicht bauen wir auch für manche Hatches noch einen zweiten oder einen dritten Raum. Wir gucken einfach mal. Gut, ja, ich denke, wir haben wieder gut was geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Danke und bye bye.